Hey und hallo zusammen. Wie ihr merkt, kann ich mich noch nicht so richtig von meinem Kanal in diesem Jahr loseisen. Und deshalb hatte ich beim Verpacken meiner Geschenke meine Kamera dabei. Somit habt ihr hier noch eine kleine Inspiration zum Verpacken eurer Geschenke. Mein Tipp zum Gestalten eurer Geschenkverpackungen ist total einfach. Schneidet euch einfach ein Stück Packpapier in der Größe, die ihr benötigt, zurecht und faltet und klebt alles genauso, wie ihr in meiner Anleitung seht. Um meine entstandene Geschenktüte noch ohne großen Aufwand etwas schöner zu gestalten, kam mir beim Durchblättern meiner Deko-Fachzeitschrift die Idee, ein paar schöne und inspirative Abbildungen aus der Zeitschrift auszuschneiden und einfach auf die Geschenktüte vorne drauf zu kleben. Die Geschenke, die ich in diesem Jahr verschenke, kennt ihr bereits aus dem letzten Video, in dem ich euch ja gezeigt habe, wie ihr DIY-Seife selber herstellen könnt. Jetzt braucht ihr nur noch euer Geschenk mit einem Namensschildchen zu versehen und schon seid ihr fertig. Ich hoffe, euch hat meine kleine Anregung gefallen. Wenn ja, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr mir ein Abo dalasst. Gerne könnt ihr mir auch auf Instagram folgen. Dort gibt es noch ein paar mehr von meinen kurzen DIY-Tipps. Außerdem erfahrt ihr dort auch immer ein bisschen früher, wenn es bei mir auf dem YouTube-Kanal demnächst etwas Neues gibt. Und mit dem Abo für diesen Kanal bist du dann auch im neuen Jahr dabei, wenn es auf meinem Kanal wieder jeden Samstag eine neue Nähanleitung oder DIY-Bastelanleitung für euch gibt. Und gleich am ersten Samstag im Januar kannst du dich auf eine schöne Nähanleitung freuen, bei der zusätzlich eine tolle Verlosung auf dich wartet. Bis dahin wünsche ich fröhliche Feiertage und einen guten Start ins neue Jahr. Ich hoffe, wir sehen uns zu meinem ersten Sewing Saturday in 2019. Bis dahin, tschüss!